Hallo Leute, willkommen beim Sims 4 Kendra Let's Play. Kendra will die Abenteuer der Sims-Welt kennenlernen. Dies ist Teil 25. Ja, noch sind die beiden in diesem Café. Vielleicht lasse ich sie auch einfach mal das Café nutzen und kennenlernen. Ja, die sind eigentlich beide noch in ganz guter Verfassung und Stimmung. Der David hat sich da, glaube ich, schon was zu essen gekauft. Gute Idee. Kendra, machst du das jetzt auch gerade? Ja, das ist doch eine gute Idee. Sehr schön. Mal gucken, was sie sich so bestellt hat. Mit David plaudern. Okay, das ist keine Bestellung. Auf Barista war. Na, sie wird schon wissen, was er haben will. Ja, und einen kleinen Luftkuss rüberschicken. Und einen Witz erzählen tut es auch noch. Na, ob sie noch was kriegt? Oder hat sie das alles völlig vergessen, weil sie ihren süßen David gesehen hat? Na, warten wir mal ab. Das ist schon eine lustige Kaffeemaschine da. Wirkt relativ echt. Ich glaube, sie ist nicht mehr in Bestelllaune, oder? Doch. Doch, sie hat sich diesen kleinen Kaffee bestellt. Genau. Gut. Dann könntet ihr euch vielleicht auch einfach mal hier irgendwo nett hinsetzen. So, hier sitzen und plaudern. Ja. Der Wirt muss aufs Klo. Ja, schöne Unterhaltung. Auf die Weise kriegen sie dann auch mal hier ihren grünen Balken ganz voll, denn das brauchen sie ja. Ja, ich lasse die einfach noch mal ein bisschen da rumplaudern. Trink doch mal deinen Kaffee aus. Ah, macht sie gerade. Es ist schon Abend, wie mir scheint. Ja, 21.13 Uhr. Sie sind eigentlich noch nicht sehr müde. Da überlege ich schon, lasse ich sie noch was unternehmen? Oder vielleicht einfach nach Hause demnächst und ein nettes Techtelmechtel zur Krönung des Abends ist vielleicht am besten. Was ist eigentlich dieses hier? Kenne ich das eher von der anderen Seite? Nee. Tja, da sieht man, ich bin gar nicht so oft in Windenburg ausgegangen bisher. Aber in diesem Café war ich schon ab und zu mal. Aber wir sollten vielleicht öfters ausgehen. Gut. Was holt er sich jetzt? Was zu essen? Okay. Dann warte ich noch ab, bis er das gegessen hat und dann fahren wir wieder nach Hause. Es sei denn, jetzt holt sich Kendra was. Nun, das zieht sich offenbar. Dann mache ich das mal ein bisschen schneller. Hier ist anscheinend auch ein Bücherclub am Tagen. Denn die haben hier alle diese Club-Dinger. Sie ist da wohl die Chefin und sie lesen alle wie wild. Was ist denn das für ein Club? Kann man das hier erkennen? Nö. Hat aber auf jeden Fall was mit Lesen zu tun. Ah, Kendra, bist du bald dran? Na, ich denke mal.
Da reicht mir die Geduld jetzt nicht aus. Wir gehen mal nach Hause. Da sind sie wieder zu Hause. Jetzt gucke ich mal. Ja, er ist auch schon etwas müde. Der David, dann würde ich sagen, mach doch einfach mal ein kleines Techtelmechtel und dann könnt ihr schlafen. Jawohl. Da freuen sie sich schon drauf. Okay, und während die beiden Techtelmechteln, gucken wir uns mal den Garten an. Der steht ganz gut da. Das ist der Vorteil, dass der Garten nicht austrocknet, während man weg ist. Und hier, guckt mal da. Da steht ein neues Haus. Ein ganz neues Haus. Vielleicht entdeckt Kendra das auch, wenn sie am nächsten Morgen wieder aufgewacht ist. Werden wir sehen. Ja, die techteln gerade noch ganz fröhlich. Ich begutachte hier mal eifrig den Garten währenddessen. Wo blinkt es da? Da, genau. Ja, so ein bisschen was gibt's noch weiter zu entwickeln. Aber momentan gerade nicht so viel. Gut, jetzt schlafen sie und die Nacht saust nur so durch. Du bist aufgewacht, duschen und dann Fernseh gucken? Ah, Sims Forever spielen. Geh einfach mal duschen. Und wenn du fertig geduscht hast, dann kannst du noch mal eine Runde schlafen. So, das macht er jetzt ganz ordentlich. Flitzen noch erstaunlich viele Leute rum mitten in der Nacht. Jetzt gehst du wieder pennen. Jawohl. Genau. Ja. Und ich kann in der Zeit gucken, ob da vielleicht mal jemand aus der Tür rauskommt. Nun ja, das nicht. Okay, Kendra ist hungrig, dann ess doch einfach mal was. Ah, was hat sie da? Taco-Auflauf, das ist eine gute Idee. Oh, und hier ist was kaputt, aber das kann man, glaube ich, einfach mal ersetzen. Und dann gehst du nochmal auf die Toilette. Jawohl, das ist brav, dass du hier aufräumst. Aber den hättest du ja gleich mitnehmen können, eigentlich. Na, jetzt hängt der hier in der Badewanne rum. Da, abgemüllt. Gut. Ja, jetzt könntest du vielleicht gerade nochmal hier ein bisschen Garten pflegen. Das geht bestimmt recht schnell. Guck mal, Kendra. Siehst du da das neue Haus? Da ist jemand Neues eingezogen. Da. Da kannst du dann vielleicht gleich mal hingehen. Und die neuen Bewohner begrüßen. Und ich denke mal, die Ernte... machst du die gleich? Na, die machst du gleich. Das machen wir jetzt so leicht beschleunigt. Nur heute muss ausnahmsweise mal wieder jäten. Aber es scheint doch recht flott zu gehen. Ja, sehr schön. Ach, jetzt erntet sie schon. Wunderbar. Und David, du könntest eigentlich die Zeit nutzen, um ein bisschen zu malen. Mal mal ein großes klassisches Gemälde und dann malst du noch ein realistisches Gemälde
Und du kannst dann eigentlich auch gleich noch ein drittes malen, ein großes impressionistisches. Mal gucken, ob er brav weitermalt, wenn Kendra weg ist. Gut, jetzt ist Kendra gleich fertig. Und sie wird beim Gärtnern schon immer neugieriger, wer da wohl eingezogen ist. Sie kennt ja noch nicht so viele Leute in der Nachbarschaft. Nur den David, aber den hat sie ja gleich bei sich einziehen lassen. Sehr gut. Ja, Kendra, dann reist doch einfach mal hierher. Residenz besuchen. Keiner zu Hause. Na, das riskieren wir. Vielleicht kommt ja jemand. Geh da einfach mal alleine hin. Ja, da bist du. Hat lange gedauert für die kurze Strecke. Und klopf mal an die Tür. Okay, komm rein. Ihr Vater hat auch irgendwie angerufen. Ah, da ist jemand. Da ist jemand. Guck mal. Da ist doch jemand zu Hause. Hier, dann stell dich doch mal vor. Und zwar ist das Sunny Pierce. Ja, mit weiß-blauen Haaren. Okay. Na, die verstehen sich ja auf Anhieb gleich ganz gut, scheint mir. Dann verschönere ihr doch mal den Tag. Und lernen sie mal ein bisschen kennen. Und mach ihr ein von Herzen kommendes Kompliment. Sie ist fröhlich. Na, das ist doch gut. Das passt doch prima. Jetzt gucke ich mal, wie ich die beiden hier zusammen auf ein Bild kriege. So geht das vielleicht am besten. So. Dann habe ich nämlich einen schönen Screenshot. Guck doch noch mal, Sunny. Na, guck noch mal rüber, dass wir dein Gesicht sehen. Ja, mach das mal. Ja, genau. Okay, gut. Dann kann ich ja noch die Unterhaltung weiter voranbringen. Sie könnten eine tiefgründige Unterhaltung führen. Und vielleicht ein paar Fotos teilen. Und über Veränderungen in der Nachbarschaft reden. Das geht sie ja schließlich beide an. Kindisch ist sie auch noch. Ja. Ja, ich guck mal, ob ich das als Screenshot hinkriege. Denn das ist eigentlich ganz schön. Das ist noch schöner als das davor. So. Wenn ich jetzt weiter runter gehe, kommt das noch besser. Ja, so ist gut. So ist ganz prima. Okay, dann könnt ihr jetzt weitermachen. Ja, hier hat es auch einen kleinen Pool. Schönes Haus. Ja, übrigens, danke, Justin, für dieses schöne Haus und vor allem für Sunny. Auf die Weise hat Kendra jetzt auch eine Freundin, die sie immer wieder besuchen kann. Vielleicht können die auch mal zusammen in Urlaub fahren. Und dann weiß sie auch, wen sie zu ihrer Hochzeit einladen kann. Ja, erzähl ihr doch mal eine dramatische Geschichte und unterhaltet euch mal über Grundbesitz. Denn ich denke mal, das ist für euch beide eher was Neues, ein Haus zu besitzen. Wie dramatisch sie erzählt. Aber soll ihr eine und über Kochen könnt ihr auch reden. Das ist für die beiden jungen Damen bestimmt auch eine neue Sache. Ja, und sie könnten auch mal die Existenz von Vampiren diskutieren.
und ein Geheimnis ausplaudern. Bestimmt erzählt sie der Sunny, dass sie sich verlobt hat. Und vielleicht verrät sie ihr auch, dass sie gerne ein Baby kriegen möchte. Ja. Und schmeicheln könnte sie ihr auch mal ein bisschen. Gut, dann lasse ich sie noch ausgiebig über ihre Interessen reden. Und von den Ideen erzählen. Jawohl. Okay, dann mache ich mal Schluss für heute. Und wir lassen die beiden noch sich gut weiter anfreunden in der Zwischenzeit. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute bis zum nächsten Mal. Tschüss!